Ma fai la mischia, perché il problema è smago, ok? Da ma non è facile. E anche di permesso. E lei è in Italia. Allora, vedi. Gli fanno a casa. Si prendono il mio padre. Da dove? Da dove i passaporti? No. Si prendono il padre. Lesen Sie Ihr Fahrrad ab. Pressesprecher Michael Bayer. Wir kontrollieren hier im Bonner Zentrum das Fehlverhalten, insbesondere gegenüber Fahrradfahrern, aber auch das Fehlverhalten von Fahrradfahrern. Hintergrund ist unser Behördenschwerpunkt, dass wir uns dieses Jahr auf die Fahne geschrieben haben, dass wir die Zahl der Unfälle unter der Beteiligung von Fahrradfahrern reduzieren wollen. Ja, also es ist ja heute, machen Sie mehrere Kontrollstellen, können Sie dazu was sagen, vielleicht warum diese Schwerpunkte ausgesucht wurden? Ganz genau, wir hatten heute mehrere Kontrollstellen, zwei größere Kontrollstellen, einmal in Bonn-Pützchen heute Morgen und am Vormittag in Bonn-Rahnsdorf, Rote Straße, Justus-von-Liebig-Straße. Und da haben wir zahlreiche Maßnahmen getroffen, eben entsprechend dem Fehlverhalten von Fahrradfahrern und aber auch dem Fehlverhalten von Fahrzeugführern, von Kraftfahrzeugführern. Dann können Sie ja schon was für den Zahlen sagen vielleicht? Ich kann Ihnen beispielsweise für die Kontrollstelle in Dransdorf kurz einen kleinen Abriss geben. Wir haben dort insgesamt 6 Kraftfahrzeugführer angetroffen, die in 4 Fällen entsprechend ihr Mobiltelefon genutzt haben während der Fahrt. Und in 2 Fällen waren die Kraftfahrzeugführer nicht angegurtet. Entsprechend haben wir auch 16 Fahrradfahrende verwarnt dort wegen diverser Verkehrsordnungswidrigkeiten, unter anderem auch in der Hauptsache wegen dem verbotenen Befahren des Gehwegs.